Ja, dummes Stück. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Das hatten wir schon. Oh, eine Waffenverbesserung. Für den Compoundbogen haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Sachen gefunden. Da ist noch was. Laufen tut sie hier nicht. Sind wir hier in einer Schule oder was? Hier ist Laufen auf den Gängen verboten. Gut, wir sollen dann da durch die Tür. Dann machen wir das auch mal. Beste Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Ich trau Jacob nicht, falls das ein echter Name sein sollte. Das ist die letzte Lieferung. Berichte über Probleme beim Kommunikationsdepot. Der Einheimische? Negativ. Haben einen bewaffneten Eindringling geschnappt. Sie hat Ärger auf dem. Erwarten wir noch andere? Vermutlich. Nach dem ersten Angriff haben wir die Patrouille verstärkt. Wenn noch jemand da draußen will. Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich darum. Suchen Sie in der Kommandozentrale nach einem Weg, das Tor zu öffnen. Das war's. Kann losgehen. Okay, fahren wir das Ding raus. Konstantin will ein Team oben beim Kupferwerk, bevor der Sturm losbricht. Ich hatte gar keine Pfeile mehr. Großartig. Voll. Okay, gut. Jetzt kann ich auch wieder Sachen mitnehmen. Ich muss die ausschalten. Ich will die auch ausschalten. Können wir auch, glaube ich, jetzt wieder. Ich sehe jetzt da 5, 6 Stück. 6 Leute im Moment. Wir können auch eine Flasche schmeißen. Oh, es sind noch viel mehr. Es sind noch viel, viel mehr. Es sind noch sehr, sehr viel mehr. Ich sehe es jetzt gerade. Englische Ahnen, Errungenschaft freigeschaltet. Der würde sofort auffallen, wenn er runterfällt, ne? Ich hab Geduld. Ich bin ein geduldiger Jäger. Die beiden... Der ist da oben drauf, der schweißt irgendwas. Ich könnte natürlich auch 2 hintereinander abfeuern. Das sind mehr in der Zentrale. Da vorne steht auch noch mindestens einer. Ist es einer? Ich weiß es nicht. Es sind 2. Der hinter ihm steht, der würde nicht sofort auffallen. Sagen wir es mal so. Ich suche das Gebiet.
Zeit! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Dann kommt man hier rein. Ja? Erfasst das. Oh, das war einer zu viel, egal. Falter, Falter. Hier soll ich auch eigentlich hin, okay? Was ist das? Warum kann ich da ran an den PC? Lara, was ist das? Warum leuchtet der? Warum leuchtet das alles? Da gehe ich gleich hin. Ich gucke mir erstmal eben hier um. Materialien einsammeln. Alter, hatten die einen Wolf hier drin, dass da so ein Reh so erlegt liegt? Gut. Ich verstehe das mit dem PC nicht. Wo sind jetzt meine Beute? Sind die alle weg? Ah. So. Ach, ich hatte gar keine Muni mehr dafür, ne? Das war mein Problem. Na, siehst du, jetzt sieht es schon wieder besser aus. Die liegen hier alle auf einem Haufen. Gut, dann gehen wir da mal rein und schauen, was ich da machen kann. Das Tor öffnen auf jeden Fall, aber vorher nehme ich das hier nochmal. Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Und dann sagt sie vor ihm einfach so, dass sie Lord Croft geliebt hat? Okay. Gut. Das Tor ist offen. Jacob! Ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Was macht er eigentlich? Was ist das hier mit dem... Ah, Datenkorruption. Beschießen Sie alle roten Laptops, um die Informationen des Feinds zu vernichten. 1 von 10, im Ernst. Und jetzt kommt ein Hubschrauber. Muss ich gar nicht beschießen. Ich kann ja so kaputt machen. 2 von 10. Drei von 10. Vier von 10. Moment, Moment, das will ich jetzt aber hier wissen, ne? Ach, da kommt man ja nicht gar nicht rein. Da auch nicht. Vielleicht sind da noch mehr. Da kann ich noch was mitnehmen. Die Errungenschaften sind aber auch nicht gerade einfach hier. Und ob man die Zeit wirklich dafür hat. Vielleicht, wenn man es dann nochmal in Ruhe durchspielt oder sowas. So, dann gehen wir da mal weiter.
Da ist noch einer. Seilpfosten, ja, ja. Eine Seilbrücke. LT gedrückt. Und RT Seilpfeile. Und dran befestigt. Ist hier noch irgendetwas? Da ist noch was, wo man Dietrich benutzen kann. Es gibt nur EP, ne? Waren noch Gift, irgendwie Giftball oder Giftballer noch drin? Eins von beiden. Na gut. Er ist schon drin. Wie hat er das denn jetzt gerade gemacht? Unterwegs. Hier, hier und hier. Hm? Erna, ich muss da reinkommen. Scharfschützen, Kundschafter. Tu das. Jacob, was macht er da? Scheiße. Was macht dich, Lara? Die Sowjetaufzeichnungen sind recht überzeugend, aber ich will selbst in diese Ruine. Und Kraft? Wir lassen sie am Leben. Vorerst. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Oh. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe, was ich geopfert habe, was mich erwartet. Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut, zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Das ist sein Dorf. Das ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier, ich finde sie! Wir müssen sie finden. Weitersuchen! Sie müssen hier irgendwo sein. Verstecken Sie sich vorhin, Trinity-Soldaten. Also brauchen wir die jetzt gerade gar nicht. Okay. Ich muss hier irgendwie raus. Gar nicht bekämpfen. Oder sollen. Wir sollen sie momentan auch gar nicht bekämpfen. Oh Gott, wir haben ja noch so viel zu suchen. Mir fehlen noch ganz viele. Ich kann jetzt gerade auch mich nicht umdrehen oder sonst irgendetwas. Ich muss gerade ausgehen. Ja, das Wasser hier ist nicht sauber. Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie.
Schon unterwegs. Die Biege machen. Kämpfen Sie sich durch die Trinity-Basis zum alten Bahnhof. Das werde ich doch sehr gerne machen. Da liegt noch was. Ich muss hier raus. Ich habe aber noch nicht alles gemacht. Ich muss wieder zurück. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Ich lasse die eiskalte Luft in meine Lungen. Um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Okay. Da ist sonst nichts weiter. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Laptops. Warum habe ich das wieder zugemacht? Ist das wichtig? Eifriger Lerner? Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Verkettung. Seilpfeile können auch an Seilrollen befestigt werden. Okay. Strom. Ja. Wo soll ich denn hinschießen? Ah. Ich muss dieses Kabel aus dem Wasser kriegen. Machen wir anschließend. Das wäre hier, ne? Oh, das ist wieder so eine Zeitgeschichte. So. Ja. Kurbel bedienen. Um die Kurbel zu bedienen, drücken Sie B zum Loslassen. Das weiß ich ja, dass wir das müssen, aber... Ach, das bleibt hängen jetzt. Ja? Bleibt jetzt hängen? Willst du mich verarschen? Ach, das war... Oh, ich habe nur den Strom aus dem Wasser genommen. Alles klar. Es hat eben einen Augenblick gedauert, bis ich das rausgestellt habe. Oder festgestellt habe. Da kommen sie schon. Ich muss aufpassen. Nein! Na los! Du bist tot! Ich hab eine! Ich hab die Waffe! Ohne sie kaufen zu müssen. Ich wusste, dass es geht. Ich hätte mir fast so was teuer gekauft. Wow! Geht's noch? Oh, hier ist... Kontakt höre ich nur. Ah, ich hab dich auch gleich. Gerade zu viel Muni verbraten. Aber ich gerade in Panik. Okay, die ist voll. Ich muss echt gucken, dass ich nichts verpasse. Sieht aber gut aus gerade. Wow. Oh, oh, der Hubschrauber.
Da geht's, glaube ich, weiter. Was war das eben gerade? Nein, 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 nein. Ich wollte das mitnehmen. Gut, ich nehme die mal als Waffe mit, die Lampe. Und da war ein Fass. Machen? Sprengladung herstellen mit RB. Und jetzt? Was? Schrapnellgranaten. Gib mir Feuerschutz! Wie brutal. Bring was zu Ende, mein Freund. Ey, wie die wieder aufstehen können, ne? Das war jetzt nur eine Dose. Oh, shit. Ich bin so aufgeregt. Trotzdem nichts vergessen, ne? Bergungsgut. Die Dose könnten wir mitnehmen. Warte. Nein. Unterdrückungsfeuer. Ich geb dir da Unterdrückungsfeuer. Huch! Falsch. Wir haben eine schöne Drehung gemacht. Habe ich ihn jetzt endlich? Reicht, ne? Oh, das ist wie eine Dose. Da liegt noch was. Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank und kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Also sie stellt sich vor, auf jeden Fall zu sterben anscheinend. So wie sie spricht. Egal, was er sich da jetzt denkt. Und ist sie seine echte Schwester oder einfach nur seine Schwesterschwester im Trinity-Orden? Und ganz ehrlich, ein gerechter Mann wird sie führen und Konstantin wird dieser Mann sein. Trinity ist nicht gerecht. Was erhebt die denn? Ihr Fanatismus oder was? Gottes Willen. Aber es ist schon wieder... Oh, warte. Ha, 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 ha. 6 von 10. Ist es, glaube ich, jetzt schon eine zweite Folge locker draus geworden. Ich sag bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und alles Liebe wünscht euch. Lissi.